So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicker, eine neue Folge Ramses Kitchen. Nachdem ich die Cream Carbonara von Samyang getestet habe, mir brennt immer noch ein bisschen der Mund, aber es ist eine angenehme, milde Schärfe. Habe ich natürlich Durst bekommen. Und auch wenn ihr es vielleicht schon kennt, wenn ihr aufmerksam die Videos verfolgt, möchte ich euch heute nochmal diese Limonade zeigen, weil die einfach so eine super geniale Farbe hat. Das ist nämlich das Schwarzbacher Gletscherwasser. Guckt euch das an. Das Schwarzbacher Gletscherwasser. Wir haben damals versucht, mal eine Gletschermaß zu machen. Das sollte auch Bier rein, das sollte so Eis-Mint-Likör rein, blauer. Das sollte Gletscherwasser rein, nämlich genau das, diese Limonade, weil unsere Maß bestehen ja immer aus Bier. Dann irgendwas milden, was halt wie eine Limonade ist oder Saft. Und dann noch irgendwas anders Prozentigen, was mehr hat als das Bier, aber trotzdem Alkohol ist. Deswegen war das immer die perfekte Kombination, ein Bier mit dieser Limo zu mischen und dazu noch einen Likör, einen Eismint-Likör. Perfekte Drei-Komponenten-Maß. Und die gab es dann lange Zeit nicht, dann war die verschollen, dann war die weg. Da gab es alle Sorten von Schwarzbacher Limonaden im Rewe-Sender zum Beispiel, aber nicht die Gletscherwasser-Variante. Schwarzbach ist sogar der Ort neben Merbelsroth, bei dem ich damals gearbeitet habe, beim Geräte- und Pumpenbau Merbelsroth, ist Schwarzbach genau daneben mit der Schwarzbacher Schlossbrauerei. Deswegen ist das irgendwie eine Limonade hier aus dem thüringischen Wald, sagen wir mal. Die wollen wir jetzt mal testen. Nochmal solo, nochmal den Geschmack, eisgekühlt jetzt im kleinen Gläschen, dass ich weiß, wie das schmeckt. Und dann den Rest der Flasche im auf die dicken Glas. Wir hätten es auch aus der Flasche direkt trinken können. Wir schenken es jetzt einfach hier ein ins auf die dicken Bierglas, damit ihr die Farbe nochmal richtig erleben könnt. Schmeckt ein bisschen wie Tutti Frutti, aber irgendwie auch anders. Man kann es nicht mit diesen Riglis-Kaugummis Tutti Frutti vergleichen. Die waren ja gelb. Haben so eine komische, verschiedene, exotische, süße Geschmacksrichtung, aber das Schwarzbacher Gletscherwasser, hier steht zwar Brause mit Tutti Frutti Geschmack, aber es hat eigentlich einen ganz eigenen Geschmack. Ihr müsst es einfach wirklich mal probiert haben, ihr müsst es selber probiert haben, ihr müsst es selber getestet haben, dass ihr wisst, wie das aussieht. Die Schwarzbacher Gletscherwasser, Limonade, wie auch immer das heißt. Das war es schon wieder von meiner Seite aus. Der Crazy O hat die damals mega viel getrunken, als er da war. Der Hannes fand die richtig toll. Alle, die gesehen haben vom Design und von der Farbe, haben gesagt, das sieht cool aus, das müssen wir auch mal probieren. Wenn ihr die kennt, schreibt es rein. Wenn nicht, guckt mal im Rewe bei euch in der Nähe, wenn ihr in Thüringen seid, ob ihr Gletscherwasser bekommt von Schwarzbacher. Das war es von meiner Seite aus, habe ich schon gesagt. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.